Matteo, ein 2:2 beim LASK, Linz nie ein einfaches Pflaster gewesen für die Austria in den letzten Jahren. Gereicht das Unentschieden für dich? Ja, ich finde, dass wir es in der ersten Halbzeit schon richtig gut gemacht haben, vor allem mit Ball die Kugel richtig gut laufen lassen. Nach vorne hin dann noch ein bisschen was vermissen lassen, dass wir so richtige Torchancen gehabt haben. Aber war schon richtig stark, erste Halbzeit, zweite Halbzeit dann nicht mehr ganz so. War dann mehr auf Kampf, aber 2:2 kann man stehen lassen, mit ein bisschen Glück spielen wir das 2:1 haben. Zwei Spiele, das hin und her gegangen ist. Ihr wart in Rückstand, ihr habt es dann geführt. Wie war das für euch am Feld da? Ja, wie du gesagt hast, ist wirklich hin und her gegangen die ganze Zeit. Sehr viele Zweikämpfe, sehr robustes Spiel. Wir haben wirklich aufpassen müssen, weil sie doch dann relativ schnell umgeschalten haben in die Offensive, wo wir hinten aber eigentlich ganz gut gestanden sind. Und wir haben es eigentlich genauso probiert, zum Teil über Konter. Ja, war wirklich ein Schlag auf Schlag ist gegangen. Du warst ja am Donnerstag nicht dabei im Cup. Für die anderen war es, glaube ich, ganz wichtig, eine Reaktion zu zeigen. Wie war es für dich jetzt da heute in diese Truppe reinzukommen wieder? Ja, ich gehöre genauso zum Team wie die, was dabei waren. War ein Arsch für mich, dass ich nicht mithelfen habe können im Cup. War scheiße zum Anschauen. Aber ich finde, dass wir das heute als Mannschaft richtig gut gemacht haben, über den Kampf gut ins Spiel gekommen sind. Und finde schon, dass wir eine gute Reaktion für die Wochen jetzt gezeigt haben. Jetzt ist wieder die Vorfreude da auf die Europa Conference League, oder? Genau so ist es. Da ist ja noch was möglich. Haben wir noch mal richtig alles rein und vielleicht gelingt uns ja was. Danke.